Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute einen kleinen Loopschal aus richtig schöner Alpaka-Wolle gehäkelt. Stelle ich euch gleich noch genauer vor. Und das Ganze ähnlich wie das C2C-Muster, also Corner to Corner, nur dass hier in Reihen gehäkelt wird, aber auch in so kleinen Stäbchenpäckchen. Super schöne Struktur. Super interessant und ein richtig schöner Look. Wie es genau geht, welche Nadel und welche Wolle genau ich verwendet habe, zeige ich euch alles jetzt. Ganz viel Spaß dabei. So ihr Lieben, los geht's hier mit der Alpaka Soft Wolle von, oder Soft Alpaka tatsächlich, von Rico Design. Farbe ist die Nummer 7, das ist hier so ein rosa Ton, so ein leichter Puderton. Für 4er Nadeln, ich häkel es allerdings mit der 5er. Pro Knäuel habe ich hier 50 Gramm, 125 Meter, 60% Polyacryl, 20% Alpaka und 20% andere Wolle. Und hier haben wir auch so ein kleines Tierchen drauf vorne. Ich nehme das Schildchen einmal raus und starte dann tatsächlich mit dem Knäuel selbst. So, los geht's mit einem Vielfachen von 4. Das werden bei mir einmal 20 Luftmaschen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch breiter oder schmaler häkeln. Das Wichtige ist immer, mit einem Vielfachen von 4 zu starten. 2 habe ich schon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19, 20. So, die ersten drei Maschen lasse ich direkt einmal aus. 1, 2, 3. Dann nehme ich einen Umschlag, steche hier in die vierte Masche ein und häkel dort ein Stäbchen hinein. Durch 2 durch und nochmal durch 2. Dann wieder einen Umschlag nehmen, in die gleiche Masche einstechen und ein zweites Stäbchen häkeln. Und nochmal Umschlag und nochmal in diese Masche einstechen und ein drittes Stäbchen. Das alles in eine Masche tatsächlich. Dann lasse ich hier unten 3 Maschen aus. Die seht ihr hier. Steche in die vierte Masche ein und häkel dort eine Kettmasche. Das seht ihr hier. Das Ganze fällt jetzt so ein bisschen hier so rüber. Dann wieder 3. 1, 2, 3. Und in die gleiche Masche hier, in die gleiche Masche, wo ich die Kettmasche hineingehäkelt habe, häkle ich wieder 3 Stäbchen. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. So, dann wieder 3 auslassen. Hier wieder einstechen, in die vierte Masche, Kettmasche häkeln. 1, 2, 3. Und wieder 3 Stäbchen. In die gleiche Masche. 1, 2 und Nummer 3. Dann wieder 3 auslassen und wieder die Kettmasche häkeln. Und 1, 2, 3 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen. 1, 2 und Nummer 3. Dann habe ich hier insgesamt noch 4 Luftmaschen liegen. Ich häkel in die vierte davon eine Kettmasche. Und dann ist diese Reihe auch schon so gut wie beendet. Jetzt wird natürlich auch noch zurückgehäkelt. Dafür nehme ich wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Einmal drehen und in die gleiche Masche, wo ich hier eingestochen habe, häkel ich jetzt nochmal 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Das Ganze fällt hier so dran. Und ich mache jetzt eine Kettmasche hier oben um die Luftmaschenkette herum, die ich hier liegen habe. Und dort wieder 1, 2, 3 Luftmaschen häkeln und um die Luftmaschenkette herum, die liegt hier. Hier habe ich 3 Stäbchen aus der Vorreihe liegen und hier eben oben drauf die Luftmaschenkette. Um die Luftmaschenkette herum kann ich jetzt tatsächlich 3 Stäbchen häkeln. 2 habe ich schon und hier kommt Nummer 3. Und das fällt dann hier schön rüber.
auf mein nächstes Päckchen. Dort kann ich wieder eine Kettmasche drumherum häkeln, um die Luftmaschenkette. Und dort wieder drei Luftmaschen und drei Stäbchen. Die Luftmaschenketten, die ich tatsächlich häkle, die Dreier, sind dann schon die Einstiegsmöglichkeiten für die nächste Reihe. Dort wird natürlich wieder herumgehäkelt. So. So sieht das Ganze momentan aus hier mit diesen beiden Päckchen, die hier so rüberfallen. Hier einmal Kettmasche. 1, 2, 3. Und hier herumhäkeln. 1, 2 und 3. Und hier habe ich dann noch die Luftmaschenkette liegen der Vorreihe. Dort häkle ich noch einmal herum. Und dann ist diese Reihe auch schon geschafft. Also ihr seht, diese neuen Reihen bestehen immer aus diesem Startpäckchen, was eben so ein bisschen tiefer gestochen wird, beziehungsweise so tiefer liegt. Und dann wird tatsächlich immer hier um diese Luftmaschenketten herum gestochen. Die wirken so ein bisschen breiter. Dieses hier ist eben in eine Masche eingestochen. Hier habe ich um die Luftmaschenkette herum gestochen. Deswegen sind die so ein bisschen aufgefädelter. Da habe ich hiervon eben eins und davon habe ich eins, zwei, drei. Und das Startpäckchen häkle ich jetzt wieder. 1, 2, 3 drehen und hier herum steche ich dann wieder und häkel drei Stäbchen. 1, 2 und Nummer 3. Das fällt hier rüber, da mache ich wieder die Kettmasche und 1, 2, 3 Luftmaschen. Ein bisschen Wolle nachholen. Und nach den drei Luftmaschen häkle ich dann wieder hier um die Luftmaschenketten herum. Drei Stück habe ich schon. Dann wieder herumstechen, drei Luftmaschen und nach den drei Luftmaschen wieder drei Stäbchen. So, ich habe das Startpäckchen hier, dann 1, 2, 3 und hier liegt dann wieder die Luftmaschenkette, dort kann ich drum herum stechen und habe es dort wieder befestigt. Und so geht es dann eigentlich immer weiter. 1, 2, 3 Luftmaschen und in die gleiche Masche hinein häkle ich dann wieder drei Stäbchen, 1, 2, 3, beziehungsweise steche ich hier eigentlich auch um die Luftmaschenkette herum. Allerdings ist der Winkel anders, deswegen liegt es halt eben so ein bisschen, also es ist hier eine einzelne Einstichstelle und hier habe ich eben diese Kette liegen. Wieder 1, 2, 3 Luftmaschen, hier wieder herumstechen um die Luftmaschenkette. Ihr seht, auch hier bildet sich inzwischen eine gerade Kante, die eben hier so nach oben läuft. Kettmasche und dann habe ich schon die nächste Reihe fertig. Ich ziehe das gerade mal so ein bisschen auseinander, da lässt sich die Struktur sehr schön erkennen, wie die Päckchen eben so aufeinander liegen. Hier so in der Mitte, in diesem mittleren Verlauf und wie die Unterschiede dann hier so nach außen sind, wo es dann hier tatsächlich so aus einem Punkt herausläuft und hier, wo sie eben verteilt über der Dreier Luftmaschenkette liegen, beide Seiten natürlich da auch
gleich hier geht es dann auch mit den Stäbchen so nach außen rüber und hier setze ich dann das nächste Stäbchenpänkchen an. Ich habe jetzt fast das gesamte Knäuel verhäkelt und ihr seht jetzt hier wirklich die super schöne Struktur und auch wie wirklich die Ränder hier richtig schön gerade geworden sind an beiden Seiten. Das sieht ja immer, wenn man dann tatsächlich am Häkeln ist, so ein bisschen breiter aus und so, als ob hier so ein leichter Zacken raussteht. Das verschwindet aber wirklich beim Häkeln dann im Verlauf. Ich häkel jetzt tatsächlich einfach mal beide Seiten zusammen, dann habe ich so einen kleinen Single Loop daraus. Ich habe hier den Faden auch tatsächlich direkt auf der rechten Seite liegen, steche dann hier immer in die Maschen ein und ziehe das hier immer dann einfach durch und häkle es ganz, ganz simpel einfach mit Kettmaschen zusammen. Ganz simpel. So. Dann habe ich hier die Luftmaschenkette liegen, die lasse ich einmal aus, gehe dann hier weiter durch und bin dann hier bei den nächsten Stäbchen. Wo ich dann weiter häkle. Ich habe hier dann jetzt beide Enden zusammengehäkelt. So sieht es dann von der einen Seite aus. Und ich habe hier meinen Endfaden liegen, den habe ich einmal komplett rausgezogen. Also einfach die Schlinge großgezogen, bis es sich komplett rausgezogen hat. Da passiert nichts mehr. Der Teil muss natürlich noch vernäht werden. Und hier habe ich den Startfaden liegen, der wird auch noch vernäht. Und dann ist der kleine Loopschal auch schon fertig. Wenn man das Ganze natürlich mit mehr Knäueln häkelt, kann man daraus natürlich auch einen schönen größeren Schal machen. Aber so von der Struktur her und von der Kuscheligkeit schon mega, mega schön. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!